Wir wollen zusammen ins Gespräch kommen über den Kommunisten und Linkssozialisten Paul Levy. Ich bin selber auf den gestoßen, als ich angefangen habe, mich mit den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921 zu beschäftigen. Du selber beschäftigst dich ja schon seit mehreren Jahrzehnten mit ihm. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn auf ihn gestoßen? Was hat dich an dieser Figur interessiert? Ach Gott, also irgendwann in meiner Jugend bin ich das erste Mal auf ihn gestoßen, wie das so ist. Die interessanten Leute, die irgendwie aus der kommunistischen Bewegung rausgefallen sind, haben uns, also da war ich nicht alleine, immer interessiert. Aber dann kamen viele, viele andere Geschichten und Levy war völlig vergessen in meinem Kopf. Es war witzigerweise der Bundestagsneujahrsempfang, ich glaube 2002, da sprach Walter Jens, der war damals Präsident der Akademie der Künste, da sprach der über Paul Levy und das war eine sehr beeindruckende Rede und ich fing dann an, mich ein bisschen mehr mit Levy zu beschäftigen. Jens hatte auch ein Theaterstück geschrieben Anfang der 90er Jahre und es war also ein ganz starkes Plädoyer für einen demokratischen Sozialismus in der Tradition Rosa Luxemburgs und in scharfer Abgrenzung von den Bolschewiki. Und ich bin dann das erste Mal nach Bonn ins Archiv gefahren. Dort liegt im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung der Levy-Nachlass, der ein abenteuerliches Schicksal hatte. Und habe da vor ein, zwei Wochen das erste Mal die Akten gesichtet. Es waren fast 20 laufende Meter, allerdings auch Bücher von Levy dabei. Und habe dann aber jahrelang andere Dinge gemacht und bin erst 2012 wieder dazugekommen, mich da dem wieder zuzuwenden, bin wieder nach Bonn gefahren und dachte, na ja, du hast ja 2004 das alles ja schon einmal durch und wird jetzt bloß aufgefrischt. Und dann saß ich, und so glaube ich, so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, saß ich dann mit hochroten Ohren, weil ich begriff, dass ich 2004 überhaupt nichts begriffen hatte. Unterdessen hatte ich viele andere Bücher geschrieben und weiß ich was gemacht und hatte mich in das ganze Umfeld mehr zufällig und nebenbei eingearbeitet und wusste, ich fange jetzt wieder bei Null an. Und das hat dann zwar immer wieder Unterbrechungen erfahren, weil ich dann auf andere Themen oder auf verwandte Themen gestoßen bin und das eine oder andere Buch herausgegeben habe zu Umfeldthemen, aber unterdessen sind es dann doch von den geplanten 7 Bänden 6 Bände, die auf dem Markt sind seit Dezember 2020. Also Paul Levy als Vertreter von einem demokratischen Sozialismus in der Tradition von Rosa Luxemburg, das sind Stichworte, auf die wir im Laufe des Gesprächs sicher auch noch immer wieder zu sprechen kommen werden. Wenn wir uns zunächst ja so ein bisschen seine Herkunft anschauen, der ist 1883 in Hechingen in Baden-Württemberg zur Welt gekommen. Aus was Verhältnissen kam denn Paul Levy? Also was hat ihn geprägt? Wie ist er aufgewachsen? Naja, der Vater war der liberale Kopf in Hechingen, war da auch in einer Gemeindevertretung. Und er war gleichzeitig Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Hechingen. Die war relativ groß. Der Vater selber war Textilverleger. Also er hatte nicht jetzt eigene Textilfabriken, sondern er ließ in Heimarbeit Kleidung produzieren, die er dann auf den Markt brachte. Und er war zusammen mit dem Vater von Elsa Einstein. Das ist die zweite Frau von Albert Einstein. Sie hieß, aber sie war auch eine geborene Einstein, also sie war verwandt mit Einstein über viele Ecken. Die waren die wohlhabendsten Bürger in Hechingen und Levy ist mit der etwas älteren Elsa Einstein auch aufgewachsen und die waren noch bis zum Schluss eng befreundet und darüber ging auch dann die Freundschaft mit Albert Einstein. Nun gibt es irgendwann im Leben von Paul Levy 2 zentrale Wegmarken, die auch für diesen weiteren Lebensverlauf wichtig bleiben werden. Er wird zum einen Anwalt nach einem Jurastudium und er wird zum anderen Mitglied in der SPD. Vielleicht zunächst sein Weg zur Sozialdemokratie. Was hat ihn denn politisiert? Wie kam er in dieser Kaiserzeit zum Sozialismus? Naja, das ist nicht so ungewöhnlich. Das sind ja relativ ähnliche Verläufe, die wir bei Kindern, die von Aufsteigern haben, also Aufsteigern im Geschäft,
Also das ist bei Tucholsky, der ein bisschen jünger war, dessen Vater war eben Bankdirektor. Und wir haben da also viele Deutsche dieser Generation, der Generation vor dem Ersten Weltkrieg, wo die dann also nicht wie ihre Eltern ins kapitalistische Geschäft einstiegen, sondern die dann entweder Künstler wurden, Wissenschaftler wurden oder Anwälte. Und da ist Levi nicht so die Ausnahme, er liegt da sozusagen eher im Trend. Also der Vater hatte das Geld verdient, er hatte ihm eine gute Ausbildung ermöglicht. Levi hat die letzten Jahre seiner Schulausbildung schon in Stuttgart bei Pflegeeltern gemacht, also weil in Hechingen gab es kein vernünftiges Gymnasium. Und er hat dort seine Nachmittage, während andere Fußball spielen gingen, im Gericht verbracht. Also der hat, bevor er Jura studiert hat, schon mal eine Jura-Ausbildung in der Praxis gemacht. Und er fand das spannend. Das muss man, das muss nicht jeder so machen. Aber so, dass er mit sehr großer Leichtigkeit das Studium dann in Berlin, Heidelberg und in Grenoble, also er hat auch ein Semester in Frankreich studiert, absolvieren konnte und dann eine für heutige Verhältnisse relativ schmale Dissertation, aber die Dissertationen waren damals nicht größer, so 30, 40 Seiten. Heute geht das ja so bei 150 los, die sich bis heute immer noch sehr, sehr spannend liest, dann verfasst. Zum Sozialismus ist er durch die Erfahrung, dass der Liberalismus, den er seinen Vater also sehr stark dort örtlich, lokal repräsentierte, dass der Liberalismus in Deutschland gerade um die Jahrhundertwende also einen unglaublichen Niedergang erlebt. Und da sind nicht wenige Kinder von Liberalen, also wirklich Liberalen, das hat jetzt mit der FDP heute nichts zu tun, das sind Leute, die im Geiste der Französischen Revolution Liberalismus gepredigt und vertreten und gelebt haben, davon weiß die FDP heute nichts. Da sind viele dann eher dann doch zum Sozialismus übergegangen, weil sie merkten, also der Liberalismus bringt es nicht und das Bürgertum selber verrät seine eigenen Ideen und läuft zum Kaiserreich über. Und das passierte so gerade sozusagen in den 2, 3 Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Und so dass gerade Juden sehr stark in der Parteiintelligenz ja, der SPD so schon um die Jahrhundertwende vertreten waren, zum Teil aber auch schon davor. Und offiziell waren Juden ja fast gleichgestellt. Sie durften lediglich, in Anführungsstrichen lediglich, keine Offiziere werden und keine Richter. Aber ansonsten waren sie natürlich einem Alltagsantisemitismus ausgesetzt. Und die Einzigen, die jetzt vom Parteiprogramm her sich gegen den Antisemitismus wandten, war die SPD. Sodass also dort es auch nahe lag, sich an die zu wenden, die sich als natürliche Verbündete anboten. Und so kamen dann viele auch zum Sozialismus. Und Levi gehört dazu. Du hast jetzt schon Stationen seines Jurastudiums genannt und auch die frühe Begeisterung für Gerichtsprozesse, die er in seiner frühen Jugend dann schon verfolgt hat. 1909 hat er sich als Anwalt in Frankfurt am Main niedergelassen und es kommt dann ja zu einem Prozess, der uns aufmerken lässt und uns wieder auf eines dieser Stichworte stößt vom Anfang. Im Jahr 1913 hat er als Anwalt Rosa Luxemburg vertreten, die angeklagt war wegen antimilitaristischer Propaganda. Wie ist er denn dazu gekommen, der Anwalt von Rosa Luxemburg zu werden? Naja, es ist davor noch ein ganz wichtiger andere juristische Auseinandersetzung, ohne die man seinen späteren Weg nicht verstehen kann. Das ist auch 1909, also kurz nachdem er die Zulassung erhalten hatte, wandte sich die Mehrheit der Frankfurter, er war in Frankfurt am Main, Frankfurter Anwaltschaft gegen ihn und verlangte die Aberkennung seiner Zulassung. Und dann kommt es zu einem Ehrengerichtsverfahren, was bis nach Leipzig vors Reichsgericht geht. Pikanterweise ist sein Anwalt Wolfgang Heine, der ein bekannter Revisionist, also jemand, der sozusagen die rechte Hand von Eduard Bernstein, die zusammen also die Abkehr von Marx und von Engels predigten,
Und dieser Wolfgang Heine ist dann nach der Revolution erst Justizminister und dann Innenminister und wird dann neben Noske einer der übelsten Figuren der frühen Weimarer Republik. Der ist heute vergessen, an Noske können sich die Leute erinnern, aber sie waren beide aus dem gleichen Holz und haben ähnliche Verbrechen begangen. Und Levi steht in diesem Kampf monatelang völlig allein, er gegen die Welt, er gegen die gesamte Anwaltschaft, die sich ja organisiert hat, so wie das heute die natürlich auch organisiert immer noch sind. Und er gewinnt diesen Prozess. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, dass ein einzelner junger Anwalt, noch weitgehend unerfahren, es durchsetzen kann, natürlich mit Hilfe seines erfahrenen Anwaltes Wolfgang Heine. Der war ja nicht nur Innenminister später, sondern er war auch wirklich ein guter Anwalt. Aber diese Erfahrung, das wiederholt sich dann in der Auseinandersetzung mit Moskau 1920-21, wo er ja auch alleine oder fast allein gegen Lenin und seine Entourage antritt. Da verliert er allerdings natürlich. Und zu deiner Frage. Und der zweite wichtige Prozess ist der Prozess von Rosa Luxemburg. Der findet im Februar 1914 statt. In der Literatur steht oft 1913. Es ging um eine Rede, die sie nach dem Parteitag in Jena im September 1913 gehalten hatte, in Frankfurter Vororten, Bockenheim und noch einem anderen Ort. Und dort hatte sie gesagt, wenn wir den Befehl bekommen, auf unsere französischen Brüder zu schießen, dann werden wir erklären, das tun wir nicht. Und daraufhin wurde sie wegen Aufhetzung zur Befehlsverweigerung angeklagt und verliert auch diesen Prozess. Allerdings statt der ihr drohenden 10 Jahre schaffte Levi immerhin ihr nur die Bindestrafe einzuhandeln, also ein Jahr, was sie dann auch 1915-16 jeweils von Februar bis Februar in Berlin in einem Frauengefängnis in der Barnimstraße absitzt. Er ist zu Rosa Luxemburg ganz zufällig gekommen. Rosa Luxemburg hatte in Berlin ihren Anwalt, das war Kurt Rosenfeld, der später Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiterpartei war, die 1931 als Abspaltung der SPD entstand. Und der hatte aber keine Zulassung für Frankfurt am Main. Er war nur als Zweitanwalt zugelassen und deshalb wandte sich die Berliner Parteizentrale an die Frankfurter Genossen und sagte, wir brauchen jetzt einen ordentlichen SPD-Anwalt für die Rosa. Und da sagten, ja, wir haben hier einen jungen, flotten Mann, der jetzt auch schon für den Landtag kandidiert hat und der jetzt auch schon zum Parteitag delegiert worden ist, obwohl er erst ganz kurze Zeit in der Partei ist. Und den können wir euch empfehlen. Das war also 4 Jahre nach seinem Ehrengerichtsverfahren. Unterdessen hatte er sich auch als Anwalt einen Namen gemacht. Das Ehrengerichtsverfahren hatte natürlich auch entsprechende Wirkungen in die Gesellschaft hinein. Also Levi war damit danach natürlich dann in Frankfurt eine bekannte Persönlichkeit, trotz seiner Jugend. Und so kam der zu diesem Mandat und hat dann mit Rosenfeld zusammen sie in Frankfurt verteidigt. Und wie ist er vor Gericht aufgetreten? Also wie würdest du ihn da vielleicht charakterisieren als Verteidiger von Rosa Luxemburg? Naja, es ist gedruckt, das liegt ja alles gedruckt vor, er hat es ja dann veröffentlicht. Er hat sehr sachlich die Grundlagen der Sozialdemokratie dargelegt und warum man Kriege ablehnt und vor allem Kriege, an denen auf beiden Seiten als Soldaten nicht bürgerliche, sondern Proletarier eingesetzt werden. Und hat aber keine ideologischen Auseinandersetzungen, sondern hat das alles sozusagen mal wieder aufs Juristische geführt. Und damit kam das Gericht nicht umhin, ihr sozusagen nur die Mindeststrafe anzuhängen. Ja, also das Pikante an der Sache, wenn man das pikant findet, ist, dass nach diesem Prozess sich die beiden, möglicherweise auch schon während des Prozesses, das werden wir nie erfahren, die beiden Hals über Kopf ineinander verlieben. Und eine stürmische Affäre bis zum Beginn des Weltkrieges miteinander durchleben. Das haben wir alles erst 1983 erfahren. Bis dahin galt Levi nur als ihr Anwalt und als ihr Nachfolger an der KPD-Spitze. Als eine Kollegin von uns, die Sibylle Quack, bei den Nachfahren von Levi, ich glaube in Kalifornien war, und dort im Nachlass, soweit der nicht in Bonn lag, lag der dort bei denen in der Familie noch ein paar private Sachen, arbeitete. Und am letzten Abend sagte dann der Gastgeber, und im Übrigen haben wir noch von Rosa 50 Liebesbriefe.
Und sie sagte, aber wir zeigen sie dir nicht. Und dann sagte die Quack, aber ich fahre dann nicht nach Hause. Und dann haben sie die Briefe aus dem Tresor geholt. Und so haben wir dann erst durch ein sehr schönes Buch, was 83 bei Dietzborn erschienen ist, erfahren, dass er nicht nur ihr Anwalt war. Und sie haben dann aber auch während des Krieges zusammengearbeitet, als die Liebe dann schon erloschen war, und haben auch in der Revolution waren sie Tag und Nacht mehr oder minder beieinander. Nun kommt es also im Jahr 1914 zu dem, wovor Rosa Luxemburg und andere eben genau gewarnt hatten. Es kommt zum Ersten Weltkrieg, und dieser Weltkrieg bringt auch Paul Levy zur Opposition, zur Führungsriege der SPD. Wie hat denn Paul Levy den Ersten Weltkrieg erlebt? Ja, Paul Levy schreibt kurz vor seinem Tod für das Almanach in Zwickau, also da war sein Wahlkreis, im Vogtland und im Erzgebirge, schreibt er so einen Text, wo er sagt, ja, also ich bin eingezogen gewesen, aber ich konnte nicht zum Helden werden, weil ich ja nicht einen einzigen Schuss abgegeben habe und nie an der Front war. An diesem Text ist kein Wort wahr. Levy hatte offensichtlich also auch noch als gestandener Mann Ende der 20er Jahre Angst, dass die wirkliche Geschichte ans Tageslicht kommt. Levy hat 1914 sofort angefangen zu agitieren, hat illegale Konferenzen oder Veranstaltungen auf dem Lande durchgeführt, hat auch versucht zu publizieren, was aber kaum gelang, und ist dann den Militärbehörden, er war ungedient, also er hatte zwar 1906, war er mal vier Wochen eingezogen, aber weil er gesundheitlich nicht sehr fit war, er hatte keine sehr gute Konstitution, hatte man ihn dann wieder freigestellt vom Militär. Und nachdem er also da aber ein Jahr lang gegen den Krieg agitiert und polemisiert hatte, wird er dann im Frühjahr 1915 eingezogen, und er kommt sehr wohl an die Front, und zwar Hartmannsweiler Kopf, das ist neben Verdun der schlimmste Kriegsschauplatz im Westen gewesen. Er ist auch in den Weihnachtskämpfen dort beteiligt. Also er schreibt später, dass er natürlich nie befördert worden ist. Auch das stimmt nicht. Er gehört zu den wenigen Überlebenden dieser Weihnachtskämpfe, da wurde 3 Tage lang quasi dieser Berghügel durch Artillerie umgegraben und wird befördert zum Gefreiten und kommt dann ins Ruhequartier und wird im Februar wieder an die Front geführt und wird dabei verschüttet und erleidet, wie viele, viele seiner Mitleidensgenossen, einen schweren psychischen Schock. Er wird gerettet, aber er ist psychisch völlig gebrochen. Die Luxemburg trifft ihn dann im Mai in Berlin und schreibt dann an eine Freundin, dass er nur noch ein Schatten seiner selbst sei. Und Levy geht dann in die Schweiz. Er hat ja Geld, erstens eigenes und das dann aus der Familie. Und geht dann, lässt sich in der Schweiz in Davos. Da hat die Reichswehr für Offiziere und Akademiker eine eigene Psychoklinik, die es auch noch im Zweiten Weltkrieg auch noch gab, wo dann Leute, also da kam nicht der gemeine Lanzer hin. Also ein Gegenspieler von Levy später ist Paul Fröhlich in der KPD, der ist ein einfacher Muschkote, der wird nicht behandelt. Aber Levy kann sich das leisten, er mietet sich da auch ein eigenes Haus. Aber nach außen bist du in der deutschen Gesellschaft natürlich unten durch, wenn du was am Kopf hast. Das ist ja bei vielen Bürgern dieses Landes bis heute so, dass sie Leute, die psychische Probleme haben, sozusagen verbannen und abwerten. Und das wollte Levy natürlich verhindern, zumal er als Anwalt und Notar natürlich auch auf das Vertrauen seiner Klienten angewiesen war. Aber natürlich auch als Politiker. Und es war ein Tod als Politiker, wenn sowas bekannt war. Wir erleben dann am Ende von diesem Ersten Weltkrieg eine Revolution in Deutschland. Der Kaiser wird gestürzt, die SPD kommt an die Macht. Wie war das bei Levy? Ist er von Schweiz dann zurück nach Deutschland? Inwiefern war er beteiligt an diesem Umsturz dann? Naja, vor dem Umsturz kommt eigentlich eine ganz wichtige Phase, die man nicht auslassen darf, um dann zu verstehen, was dann kommt. Er
lebt in der Schweiz, ich sagte es schon, in einem eigenen Häuschen. Und seine behandelnde Ärztin ist die Frau von Karl Radek. Das war die rechte Hand von Levi. Er war mal eng mit dem ehemaligen Lebensgefährten von Rosa Luxemburg, mit Leo Jorich, ist aber auch mit Rosa Luxemburg befreundet, bis sie sich 1911, 12 überwarfen und dann zwischen denen wirklich richtige Feindschaft herrschte. Und diesen Radek lernt er über seine Ärztin kennen, weil die wohnen im Nachbarhaus. Und über Radek lernt er dann in Bern Lenin kennen und gehört dann in den Monaten im zweiten Halbjahr 1916 und in den ersten Monaten 1917, bis Lenin mit seiner Anhang nach Russland durch Deutschland fährt, zum engsten Kreis. Also es gibt Berichte, dass, also wenn man Lenin besuchte, nicht nur Sinowjew und Radek da waren, sondern auch Levi. Also es gibt eine ganz enge Beziehung. Und Levi ist dann auch derjenige, der, nachdem aus Deutschland, also das, die deutsche Reichswehr, die Durchfahrt von Lenin durch Deutschland organisiert hat und bei den Zivilbehörden durchgesetzt hat, ist er derjenige, der mit dem deutschen Konsulat in Bern die Konditionen aushandelt. Das habe ich alles erst in den letzten Jahren herausbekommen. Davon war bisher nichts bekannt. Und er ist quasi das Verbindungsstück zwischen der Bolschewiki-Führung um Lenin und Rosa Luxemburg. Er selber ist neben Rosa Luxemburg der einzige Autor der sogenannten Spartakusbriefe, die illegal in Deutschland seit 1916 vertrieben werden. Also hergestellt werden sie von Leo Jorich, dem ersten Lebensgefährten von Rosa Luxemburg hier in Berlin. Und alles illegal natürlich. Und Levi ist also dort sozusagen über mehrere Ebenen schon eine Größe. Und in der Revolution geht er eine Woche vorher nach Berlin illegal. Er ist eigentlich noch eingezogen und gehört sozusagen zum Inner Circle, der dann hier den Aufstand in Berlin vorbereitet, der ja dann nicht stattfindet, sondern der sollte am Montag, am 11. stattfinden. Und aber dann überschlagen sich die Ereignisse und die Revolution läuft völlig anders ab, als die revolutionären Obleute, also diese illegale Netzstruktur, die es hier in Berlin gab und die den Aufstand vorbereitet hatten, seit Monaten ursprünglich geplant hatten. Und Levi ist dann in der Revolution die gesamte Zeit über mit der Luxemburg zusammen. Die machen zusammen die Rote Fahne ab 18. November und er ist die rechte Hand. Und er lernt in dieser Zeit Zeitung machen. Er hat bis dahin nur für Zeitungen geschrieben, aber nie eine Zeitung gemacht, nie einen Umbruch gemacht. Das lernt er dann alles in kürzester Zeit. Die Ereignisse überschlagen sich. Das scheint mir ohnehin immer wieder so zu sein, dass in revolutionären Ereignissen sich Sachen beschleunigen, Prozesse viel schneller auf einmal gehen. Wir erleben dann zum Jahreswechsel 1918-1919 die Gründung von einer Partei, also verschiedene Gruppierungen, die vorher sozusagen die Opposition in der SPD gewesen waren, die auf verschiedene Weise ausgeschlossen worden waren, die gründen dann 1918-1919 die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD. Und jetzt war ja dieser Gründungsparteitag durchaus ein Ereignis, bei dem heftig gestritten wurde und es sehr unterschiedliche Positionen gegeben hat. Also beteiligen wir uns an den Wahlen zur Nationalversammlung, beteiligen wir uns aktiv an der Arbeit in den Gewerkschaften, Fragen, die da diskutiert worden sind. Was hat denn Paul Levi im Zuge dieser Diskussion auf diesem Gründungsparteitag für eine Position bezogen? Er hält das Referat zur Beteiligung an den Parlamentswahlen und unterliegt auf diesem Parteitag, womit weder Rosa Luxemburg noch Karl Liebknecht noch Jorichs gerechnet hatten. Es ist eben nicht so, dass dort nur Gruppen waren, die aus der SPD ausgeschlossen worden waren, sondern dort sind auch Gruppen drin, die vor allem in Bremen, Hamburg, dann später Hannover, Dresden und Dippoldiswalde, liegt im Erzgebirge, ist heute eine AfD-Hochburg, die ausgetreten waren und die eine eigene kleine oppositionelle Struktur um die Zeitschrift Arbeiterpolitik gegründet hatten. Und die Luxemburg immer wieder drängten, die saß ja im Knast fast den ganzen Krieg über, oder den größten Teil des Krieges, aber es gab ja noch Fäden in die Knäste, wie heute auch, und gedrängt hatten, dass sie also mit ihrer kleinen Gruppe Internationale, die man bald nach der Zeitschrift
nach der illegalen Zeitschrift Spartakus, Spartakusgruppe nannte. Das war gar nicht ihr Name, den sie sich selbst gegeben hatten, aber den sie dann annahmen. Dass sie auch aus der SPD, beziehungsweise dann, nachdem sie zur USPD 1917 gewechselt hatten, auch nicht ganz freiwillig, dort austreten sollten. Und die Luxemburg hat immer eine eigene Partei, linke Partei, verweigert. Und Levi auch. Weil sie hatten alle Angst vor der Sekte und meinten, wir müssen in den großen Parteien bleiben und dort um den Einfluss auf die Massen kämpfen. Und wir müssen sehen, dass wir dort wieder die Hegemonie übernehmen. Und es ist die spezifische Situation des Dezember 1918, wo also die Luxemburg noch bis zum 20. Dezember an dieser Position festhält. Und dann taucht Karl Radek in Berlin auf, illegal. Den schickt der Kollege Lenin, sehr wohlwissend, wie das Verhältnis zwischen Luxemburg und Radek ist und Luxemburg und Jurich ist. Und der droht der Luxemburg, das hat dann einer der engsten Freunde von der Luxemburg, Paul Lange, das war der Wirtschaftsfachmann der Spartakusgruppe, der auf dem Parteitag, Gründungsparteitag das Wirtschaftsreferat hielt, hat der dann später im Detail beschrieben. Radek drohte damit, also eine eigene Partei ohne die Spartakusgruppe aufzuziehen und die im Geiste der Bolschewiki aufzubauen. Und das wollte die Luxemburg auf jeden Fall verhindern. Sie wurde ja schon die ganze Zeit als Bolschewistin verteufelt, obwohl sie nun wirklich diejenige war, die schon 1904 die Bolschewiki schärfstens kritisiert hatte. Und sie war eine Bolschewistin. Und deshalb knickt sie dann ein und sagt, naja, also wenn diese Parteigründung nicht zu verhindern ist, dann gehen wir dort rein und gehen an die Spitze und machen eine linkssozialistische Partei. Sie plädiert übrigens dann auch am 29. abends, als sie in einer kleinen Gruppe über den Namen diskutieren, für sozialistische Partei. Leo Jogiches als der organisatorische Kopf des Widerstandes während des Ersten Weltkrieges und dann noch der organisatorische Kopf der frühen KPD. Er wird dann im März 1919 ebenfalls ermordet im Gefängnis Moabit. Der ist strikt gegen die Gründung, aber als dann alle sozusagen meinen, okay, das ist immer noch ein besser, wir gehen damit rein und verhindern, dass es hier eine bolschewistische Partei in Deutschland gibt. Er geht dann mit rein, bleibt aber bei seiner Ablehnung. Und ironischerweise muss er dann nach der Ermordung von der Luxemburg und dem Liebknecht nach dem 15. Januar auch noch die Führung dieser Partei übernehmen, die er dann 6 Wochen innehat, bis er selber ermordet wird. Und das ist die glorreiche Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und es sind diese Gruppen, die die Gewerkschaftsarbeit, den Parlamentarismus etc. ablehnen, die auf diesem Parteitag die Mehrheit bilden. Sie haben zwar alle keine Exponenten, also es kommt ein Einziger aus diesen Gruppen, das ist Paul Fröhlich, den ich vorhin schon erwähnte, aus Hamburg, ursprünglich aus Leipzig, kommt in die Führung der Spartakusgruppe. Es gibt also nur eine Zentrale, die gewählt wird. Es gibt keine Vorsitzenden, alle sind gleichberechtigt, 10 Leute. Und alles andere ist die alte Führung der Spartakusgruppe. Also neben Liebknecht und Luxemburg und Levi sind das dann eben das Ehepaar Dunker, Käthe und Hermann Dunker, Paul Lange, den ich schon erwähnte, Ernst Mayr, eine ganz wichtige Figur, und noch 1, 2, 3 andere, die sich alle für Parlamentarismus aussprechen, alle für Arbeit in den Gewerkschaften aussprechen, aber aufgrund der demokratischen Struktur und der demokratischen Abstimmung auf dem Parteitag sie jetzt eine Politik eigentlich nach außen hin vertreten müssen, die sie für total falsch halten. Also es ist eine sehr schizophrene Situation, die da entsteht. Nun wird die KPD kaum, dass sie gegründet ist, im Januar 1919 hineingerissen in die Berliner Januarkämpfe, also das, was ja immer wieder Spartakusaufstand genannt wurde. Und das Resultat von diesem Aufstandsversuch ist ja fatal für die KPD, denn, das hattest du auch schon angedeutet, sie verliert im Zuge dieser Kämpfe ihre wichtigsten Führungspersönlichkeiten. Also Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches werden ermordet, Franz Mehring stirbt auch. Und das ist die Situation, in der ja nun dann an Paul Levi die Übernahme vom Vorsitz der KPD herangetragen wird. Wie geht denn Levi in diese Führungsposition in der KPD rein dann? Also er wehrt sich massiv. Erst im Mai ist es dann Clara Zetkin bei einer illegalen Tagung, Mai 1919,
wo er dann kapituliert und die Führung der Partei offiziell auch übernimmt. Die Partei ist zu der Zeit illegal. Also die KPD ist sowieso illegal. Also seit der Ermordung der Luxemburg im Januar 1919, schon ein paar Tage davor, wurde sie verboten und bleibt bis Anfang Dezember 1919. Dann ist sie fünf Wochen legal und dann gibt es ein von der Reichswehr veranstaltetes Massaker am Reichstag am 13. Januar, mit dem die KPD überhaupt nichts zu tun hat, woraufhin die KPD wieder verboten wird und Levi kommt in Schutzhaft und zwar als einziger von den Linken. Es wird zwar auch der Ernst Däumig, der Kopf der USPD, verhaftet, der wird kurze Zeit später wieder freigelassen. Und Levi sitzt dann bis zum Kaputsch in sogenannter Schutzhaft, also ohne Verurteilung, nur aus reiner Willkür. Und die Auseinandersetzungen, die es auf dem Parteitag gegeben hatte, wo aber eben noch Kräfte wie Luxemburg, wie Liebknecht, bei allen Problemen bei Liebknecht, wie Joriches, wie Mehring, gegen diese Sektierer, die sich ja auch gleichzeitig auf die Bolschewiki bezogen, obwohl die Bolschewiki nicht die Arbeit in den Gewerkschaften ablehnten und obwohl die Bolschewiki nicht den Parlamentarismus ablehnten. Aber gegen diese Leute stand jetzt Levi alleine. Und es kommt wieder zu dieser Situation von 1909, die ich eingangs beschrieben habe in Frankfurt, wo er allein gegen die Frankfurter Anwaltschaft kämpfen musste. Und er führt diesen Kampf wiederum ziemlich einsam. Geht dann zum illegalen Heidelberger Parteitag im Oktober 1919, wo Levi dann mit sehr vorbereiteten Papieren die Mehrheit dieses Parteitages erringt, anders als auf dem Dezember-Januar-Parteitag. Und wo eine ganze Parteiorganisation, große Parteiorganisation der illegalen KPD, dann aus dieser KPD ausscheiden und die bilden dann Ostern 1920 die Kommunistische Arbeiterpartei, die ja dann auch in den Märzkämpfen eine wichtige Rolle spielt. Ich würde gerne, die Partei wird dann wird größer als die KPD 1920, fällt allerdings dann schon Ende 1920 auseinander und außer Spezialisten kennen die heute eigentlich fast niemand mehr. Aber das sind diese Auseinandersetzungen wiederholen sich dann 1920/21 zwischen Levi und den Bolschewiki, als er im Juli 1920, Juli, August zum zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale fährt und dort offiziell einer der vier Präsidiumsmitglieder ist und sozusagen zu den Aushängeschildern des internationalen Kommunismus hochsteigt und gleichzeitig hinter den Kulissen die Fetzen fliegen, was dann auch zu seinem Bruch führt. Ich würde genau nochmal auf die Vorgänge von diesem Heidelberger Parteitag im Oktober 1919 eingehen. Ich finde das nämlich spannend, weil das, was dort passiert, ist ja sozusagen eigentlich genau eine Revision dessen, was am Anfang von der Parteigründung von der KPD stand. Ja, natürlich. Weil du gesagt hattest, am Anfang gab es diese Mehrheit gegen Parlamentarismus, gegen die Arbeit in den Gewerkschaften und nun setzt Paul Levy genau das durch, dass es sozusagen die Teilnahme an den Wahlen und die Arbeit in den Gewerkschaften gibt. Die Mitgliedschaft hatte sich natürlich im Jahre 1919 verändert. Also zum einen werden natürlich sehr viele ermordet, auch von diesen linksradikalen Gruppen. Darf man nicht vergessen, auch die haben Floh- und Blutzoll. Ja, also was da im März alleine abgeschlachtet wird in Berlin, ist unglaublich. Und zum anderen kommen natürlich auch frische Kräfte, neue Kräfte, meistens natürlich von der USPD. Die SPD ist ja in zwei Parteien während des Krieges zerfallen. Und da verändern sich natürlich dann auch auf dem Parteitag sozusagen die Mehrheiten. Und das ist nicht dieselbe Zusammensetzung wie im Januar. Also auch da ist eine hohe Dynamik drin, das darf man nicht vergessen. Und da sind natürlich dann die Kräfte, die wissen, eine Arbeiterpartei, die nicht in Gewerkschaften arbeitet, ist eine Sekte, aber keine Arbeiterpartei. Und die wissen, der Schutz, den ein Parlamentssitz bietet, ist durch nichts zu ersetzen, jedenfalls zu diesen Zeiten nicht. Und die KPD hätte nicht so verfolgt werden können, wenn sie sich am 18. Januar 1919, also drei Tage nach der Ermordung der Luxemburg und 14 Tage nach diesem Parteitag, an den Wahlen beteiligt hätte. Dann hätte sie nämlich parlamentarischen Schutz. Das ist eines der Argumente von Levi dann auch 1920, wo er dann endgültig sich durchsetzt und die Beteiligung an den Reichstagswahlen im Juni 1920 erwirkt und auch selbst dann in den Reichstag einzieht.
und dieser Heidelberger Parteitag ist ein Spaltungsparteitag und Levi arbeitet dort. Es gibt Untersuchungen speziell zu diesem Parteitag, weil oft gesagt wird, also dort sei sozusagen das erste Mal die Praxis des Ausschließens, wie sie dann bei den Kommunisten üblich wurde, eingeübt worden. Da sagen seriöse Untersuchungen, so war das nicht. Die Leute wurden nicht ausgeschlossen, sie gingen freiwillig und viele kehrten auch dann im Herbst 1919 und im Frühjahr 1920 wieder zurück in die KPD. Das darf nicht vergessen werden, also gerade dann die Führungskräfte. Und dieser Heidelberger Parteitag muss man sich jetzt nicht als einen richtigen Parteitag vorstellen. Das fand in der Illegalität statt. Der fand auch nicht wirklich in Heidelberg, sondern der fand außerhalb in irgendwelchen Weinkneipen. Und immer wenn die Polizei kam, dann flohen die und trafen sich dann am nächsten Tag, weiß ich, 20 Kilometer weiter in irgendeiner anderen Weinkneipe. Das fand da alles in dieser Weingegend statt. Und dann wurden es halt, je mehr sich sozusagen die Kräfte, die für eine revolutionäre Realpolitik im Sinne Rosa Luxemburgs durchsetzten, umso weniger wurden die Teilnehmer. Ja. Tatsächlich ist ja dieses Ausscheiden der Linksradikalen aus der KPD 1919 die Voraussetzung, dass dann 1920 die KPD sich mit dem linken Flügel der USPD vereinigt zur VKPD und damit auch überhaupt erst zu einer Massenorganisation wird. Gleichzeitig kann man sehen, dass trotzdem die innerparteilichen Konflikte auch nicht auf sich warten lassen. Du hast das mehrfach auch schon angedeutet. Wir nähern uns so ein bisschen diesem Schicksalsjahr von Paul Levi, dem Jahr 1921. Das ist allerdings ein Jahr, bevor es eben sozusagen zu Konflikten und zu dieser Märzaktion kommt, ist das ein Jahr, das mit einem Zugehen Paul Levis auf alle Arbeiterorganisationen beginnt. Das ist interessant, erst gibt es dieses Ausscheiden, dann wieder das Aufeinanderzugehen. Also er schreibt ja im Januar 1921 diesen offenen Brief an sämtliche Arbeiterorganisationen, also an die SPD, an die Linksradikalen, an die Syndikalisten, an die Reste der USPD und er schlägt diesen Organisationen ein gemeinsames Vorgehen vor. Wie würdest du denn das Ansinnen von diesem offenen Brief beschreiben? In was für eine Richtung will Paul Levi da damit gehen? Naja, da müsste man aber noch zwei Sätze davor sagen. Mhm. Also die KPD 1920 bis zur Vereinigung mit der Mehrheit der USPD dann in Halle, die ist sowas wie der Kugelfang der USPD. Levi hat dieses Wort nicht benutzt, aber hat sehr klar immer wieder beschrieben, dass sich die Kommunisten nicht in der KPD sammelten, jedenfalls nur zum geringeren Teil, das waren 50.000 Leute, sondern dass die in die USPD, die ja im Parlament vertreten war, die zum Teil die aus verschiedenen Flügeln bestand, die ja zum Teil eine sehr realistische, revolutionäre Politik betrieb, die USPD wird oft unterschätzt, und diese Vereinigung, damit sieht Levi sich politisch am Ziel und er will nach diesem Vereinigungsparteitag sich aus der Politik zurückziehen. Er will normales Mitglied der KPD nur noch sein und er wird von seinen Mitgenossen, vor allem Brandler, aber auch von Karl Radek, gezwungen, weil man droht ihm mit Ausschluss, wenn er sich weigert, weiterhin Vorsitzender zu sein. Also auch wieder haben wir wieder eine völlig schizophrene Situation. Und dann an dieser Stelle sagt er, na, wenn ihr mich schon zwingt, dann bitte müsst ihr auch meine Politik mitmachen. Zu dem Zeitpunkt ist er noch einer Meinung, das ist ein paar Tage später dann nicht mehr, bis dahin ist er einer Meinung mit Karl Radek und diesen offenen Brief schreibt er zusammen mit Karl Radek, der ist nicht nur Levi, der Verfasser. Radek wird dafür dann später in Moskau mächtig verprügelt. Und während also ein Teil der Linksradikalen, es sind ja nicht alle raus und viele radikalisieren sich ja auch, viele ehemalige Spartakusleute, also wie Brandler oder wie Thalheimer, nach dieser Vereinigung, weil sie jetzt glauben, jetzt haben wir eine Großorganisation und jetzt können wir Revolution machen. Wir müssen nicht warten, bis eine revolutionäre Situation entsteht. Wir sind jetzt stark genug und wir, wenn wir wollen, wir haben jetzt 350 bis 500.000 Mitglieder. Sie haben es nie richtig durchgezählt, weil sie nur kurze Zeit zusammen waren. Die Partei zerfällt ja zu großen Teilen dann schon nach den Märzkämpfen 1921. Und damit können wir, damit wird wirklich argumentiert, können wir 2 Millionen Arbeiter hinter uns und mit 2 Millionen Arbeitern werden wir die Sowjetherrschaft errichten. Und Levi zeigt denen nur einen Vogel und sagt, guck doch bitte mal raus, was draußen ist. Wir haben, die Inflation wird immer schlimmer, die Leute werden immer mehr enteignet. Es kann jetzt nur darum gehen, dass wir erstmal
diese durch den Krieg zerrissene, politisch zerrissene Arbeiterschaft, dass wir die zu gemeinsamen Handlungen, und zwar zur Verteidigung der Lebensinteressen, da geht es gar nicht um Politik, da geht es gar nicht um Machtübernahme, sondern Durchsetzung sozialer Interessen, zusammenbringen und dass jetzt langsam die Wunden, die der Krieg und die Revolution und die nachrevolutionäre Zeit geschlagen haben, heilen. Also das ist ein langfristiger Politikansatz, die Einheit der Arbeiterschaft wiederherzustellen. Nicht kurzfristig und nicht von oben, sondern da ist er völlig bei der Luxemburg, durch Handeln, durch gemeinsame Erfahrungen, durch Niederlagen, durch Siege. Und das ist der Sinn dieses offenen Briefes. Und das sieht man in Moskau natürlich völlig anders. In Moskau ist man der Meinung, jetzt haben wir endlich außerhalb der Sowjetrusslands eine große Partei und jetzt haben die gefälligst Revolution zu machen. Und das ist der Kern dann der Auseinandersetzung zwischen Levi und Moskau und Levi und seinen engsten Genossen, die zum guten Teil dann auf einmal auf Moskauer Positionen wechseln, sehr zu seiner Überraschung. Du hast es also erwähnt, es gibt in der KPD noch Linksradikale und es gibt eben diese Leute, die sich eher sich Radikalisierende. Mhm. Die eigentlichen Linksradikalen, die sind schon raus. Aber es sind eigentlich besonnene Leute wie Brandler, wie Thalheimer, wie Ernst Mayr, die jetzt auf einmal in so einen Höhenrausch kommen. Und sie werden natürlich durch die Bolschewiki, die ja ununterbrochen Emissäre nach Berlin oder nach Deutschland schicken, nach Berlin vor allem, werden sie natürlich aufgestachelt. Und es wird ihnen suggeriert, jetzt seid ihr stark, jetzt seid ihr nicht mehr die kleine Spartakusgruppe und jetzt seid ihr nicht mehr die kleine KPD, sondern jetzt seid ihr eine Macht. Und sie lassen sich darauf verführen. Und da ist Levi mit ganz wenigen Leuten wie Kurt Geier, der dann später eine sehr merkwürdige Entwicklung macht, und einigen anderen, also der alte Adolf Hoffmann gehört natürlich dazu und Ernst Däumig, der Co-Vorsitzende der KPD ist. Also Levi und Ernst Däumig sind die beiden Vorsitzenden der VKPD von Dezember 1920 bis Februar 1921 treten dann gemeinsam zurück gegen die irre Politik der Russen. Das ist alles noch schon vor dem Märzkampf. Ja, also es gibt sozusagen diese Fraktion, die diesen Offensivkurs vertritt, vielleicht kann man es so am ehesten bezeichnen. Ja. Und die werden von Moskau aus... Der wird auch in Moskau erfunden. Genau, und werden von Moskau aus bestärkt. Und es kommt eben dann im März zu dieser mitteldeutschen Märzaktion im Jahr 1921. Wir müssen diese Märzkämpfe jetzt im Rahmen von diesem Gespräch sicher nicht so im Detail durchgehen. Und das wird hier bei Radio Korax auch in den nächsten Wochen dann noch detailliert geschehen. Aber dieser Aufstandsversuch, der wird ja dann entscheidend für den Werdegang von Paul Levi. Der hat sich, du hast das gesagt, gegen diese Märzaktion gestellt. Und er hat im Anschluss an diese Niederlage, die es ja war, eine Broschüre veröffentlicht, in der er mit dieser Märzaktion abrechnet. Was hat denn Levi da für Argumente vorgebracht? In welche Richtung geht diese Broschüre? Der Hauptvorwurf ist Baronismus, also Putschismus, ohne dass es eine wirkliche revolutionäre Situation gegeben hat. Es hat eine revolutionäre Stimmung unter der mitteldeutschen Arbeiterschaft gegeben. Das war ja eine relativ junge Arbeiterschaft. Also wir haben ja sozusagen Arbeiterschaften der zweiten, dritten und vierten Generation in den Schwerpunktstädten wie Leipzig, wie in Erfurt, wie in Magdeburg, wie in Bremen, Hamburg, Berlin sowieso. Und dann haben wir da in diesen Kali-Gebieten und mit Leuna ist ja ein Kriegskind, Leuna entsteht ja erst 1915, 16, wir haben mal eine Ausstellung über Leuna gemacht vor 25 Jahren, Leuna, der Standort wird ja ausgesucht von der BASF unter Kriegsgesichtspunkten, also wo kommt die französische Luftwaffe nicht mehr hin, und das ist dann dort der Punkt, wo man meint, also da kann man nicht bombardiert werden, anders als in Ludwigshafen, wo die Franzosen ja regelmäßig die BASF bombardierten. Und in Leuna ist eine völlig zusammengewürfelte Arbeiterschaft, die zwangsrekrutiert wird aus dem ganzen Reich, und die Kali-Arbeiter und andere Bergarbeiter sind ja meistens irgendwie doch noch halb Bauern, die auch noch eigenes Land haben und die Nebenerwerb noch betreiben. Und vor dem Ersten Weltkrieg gibt es dort schwere Streiks, die dann auch durch die SPD-Führung abgewirkt werden und durch die Gewerkschaften. Und das ist ohnehin also schon vor dem Ersten Weltkrieg eine sehr unruhige Gegend. Die andere große unruhige Gegend ist also das Chemnitz-Vogtländische Proletariat, also Westerzgebirge und Vogtland,
wo dann Levi später interessanterweise auch seinen Wahlkreis hat. Und dort sind die unruhigsten Parteiorganisationen der SPD. Und in dieser Gegend, dort in Mitteldeutschland, die gehen fast alle zur USPD über, 1917, 18, 19. Und die gehen fast alle dann in die KPD über. Also wenn man sich den Bezirksvorstand Halle anguckt, mit Semisch und anderen, da ist, soweit ich sehe, kein einziges KPD-Mitglied dann in dem VKPD-Vorstand. Das ist die alte USPD-Vorstandsriege, die aber schon vor dem Krieg versucht hat, revolutionäre Politik gegen den Wunsch und gegen den Willen der SPD-Führung in Berlin zu machen. Das muss man einfach, diesen sozialpolitikgeschichtlichen Hintergrund muss man sehen, wenn man verstehen will, was dort in Mitteldeutschland passiert. Und diese Leute sind sehr, sehr, sehr auf diese neue Partei, auf die sie gewartet haben, weil die USPD war ja gespalten. Da hat es also einen Flügel, der die Revolution ablehnte, also der um Kautsky und Hilferding und wie die alle hießen. Und dann der linke Flügel, der zur KPD geht. Die Leute gehen mit Freude in diese KPD hinein. Es ist anders als bei der Gründung der KPD, was sich da in den 1920 abspielt. Und die erwarten natürlich, dass sie jetzt auch wirklich eine richtige revolutionäre Organisation haben und dass die Leute, also die KPD-Führer in Berlin, die die ganze Zeit diese kleine KPD aufrechterhalten haben, dass die jetzt natürlich die richtige revolutionäre Politik anders als ihre bisherigen USPD-Vorständler machen. Und sie haben einfach ein sehr großes Vertrauen. Und als dann also Leute wie Eberlein, der dann der militärische Aufstandschef ist von Moskaus Gnaden, und andere Führungsköpfe dann ins mitteldeutsche Gebiet kommen, dann glauben die denen und folgen denen. Es ist also unglaublich, sowas hat es, glaube ich, in der Geschichte der proletarischen revolutionären Bewegung nie gegeben, vielleicht doch in der russischen Revolution, mit welchem hohen moralischen Kapital also dort die KPD-Führer antreten und wie sie nach einer Woche fliehen und die Arbeiter der Justiz und der Rache der Polizei überlassen. Das ist ein Verrat und den hat Paul Levy natürlich gegeißelt. Leute in den Kampf schicken und dann sich selber verpissen, auf gut Deutsch. Also das ist einer der Vorwürfe dieser Broschüre, dass es hier quasi eine Art Opferung eigentlich gibt und sich die Keine Art, sondern eine Opferung. Ja, und die Leute, die sozusagen ja dafür verantwortlich sind, sich dieser Verantwortung im Grunde nicht stellen. Die entziehen sich, die verschwinden, die hauen zu einem guten Teil ab in die Sowjetunion oder nach Sowjetrussland. Einige von denen werden dann natürlich später 1936 folgende Opfer der sogenannten Säuberungen. Das gehört ja dann auch immer noch dazu, das muss man auch immer wiederum noch sagen. Andere kehren zurück, etliche leben auch in der Illegalität über ein, zwei Jahre. Aber verurteilt werden die und verhaftet und verurteilt werden die Führer, die lokalen Führer. Ich habe ja die Berichte jetzt das erste Mal nach 70 Jahren wieder veröffentlicht oder 80 Jahren. Nee, fast 100 Jahre, die sind 1922 das Mal veröffentlicht worden. Die werden natürlich geopfert und mit ihnen die ganzen Kampftruppen, die ihnen gefolgt sind. Es werden ja Tausende von Arbeitern dann in Naumburg verurteilt. Das darf man nicht vergessen. Und danach ist natürlich von dem hohen moralischen Kapital, weil die KPD-Führung, gerade in Mitteldeutschland, hatte natürlich nichts mehr übrig. Ne? Das kommt zu einem massenhaften Austritt auch aus der KPD. Natürlich, klar, die Leute sagen, mit so einer Truppe, um Gottes Willen, worauf haben wir uns da eingelassen? Wie blind waren wir? Das sind also Punkte, die Paul Levy in dieser Broschüre vorbringt. Unser Weg, wieder den Putschismus, so ist der Titel von dieser Broschüre. Und Levy veröffentlicht diese Broschüre, ohne dass es eine Genehmigung von Seiten der Parteiführung gibt. Und das wird letztlich ja der Grund für den Ausschluss von Paul Levy. Was kannst du denn zu diesem Prozedere des Ausschlusses sagen? Die Genehmigung ist gut. Zu diesem Zeitpunkt, obwohl jetzt schon die Bolschewiki-Hörigen Genossen die Führung übernommen haben, nachdem Levy und Clara Zetkin und die ja auch zurücktritt, die also, läuft allerdings dann im Sommer zu den Bolschewiki über, das ist aber ein eigenes Kapitel, und Ernst Däumig und Adolf Hoffmann und noch einige zurückgetreten waren aus der Parteiführung. Es war aber noch keine bolschewistische Partei und es war noch eine demokratisch verfasste Partei und da gab es keine Genehmigungen für Parteimitglieder durch irgendwelche Vorstände. Das wird alles erst unter Ernst Thälmann eingeführt.
in dem Maße, wie dann diese Politik, wie diese Partei dann richtig stalinisiert wird. Aber dort herrscht noch der luxemburgische Geist und da herrscht noch die offene Debatte. Levi führt diese ganzen Debatten auch in der Illegalität in illegalen Zeitungen. Also das findet ja nicht nur im Hinterzimmer statt, sondern das sind alles Sachen, die also in Öffentlichkeiten stattfinden. Und für ihn ist es völlig selbstverständlich, er bietet dreimal der Parteizentrale an, dass er seine Kritik vor der Zentrale vorträgt. Und die Zentrale lässt ihm mitteilen, dass es sie einen Scheißdreck interessiert, was er denkt. Und daraufhin veröffentlicht er seine Broschüre. Es ist ja nicht so, dass er alles hinterm Rücken machte, sondern er hat das ja mehrmals angekündigt. Und wie gesagt, eine Genehmigung brauchte er nicht. Das sind dann alles erste Erfindungen, die später kommen. Das gehört dann zu den Schönheiten der stalinisierten Parteien. Trotzdem wird ja die Broschüre zum Grund genommen, dass er ausgeschlossen wird. Was kannst du zu diesem... Ja, natürlich, klar. Das ist das Erste. Das setzen die Bolschewiki durch, also weil Levi da drin auch die Andeutung macht. Also er sagt ja beileibe nicht das, was er wirklich weiß. Aber er macht natürlich Andeutungen, dass die Russen dahinter stehen. Und damit ist er für die Russen nicht mehr tragbar, ist völlig klar. Also der Stalinismus ist ja nur eine Weiterentwicklung des Leninismus, das dürfen wir nicht vergessen. Dort herrschen schon ganz andere Zustände in dieser bolschewistischen Partei. Und dort ist der demokratische Zentralismus in drei Anführungsstrichen, also dass oben entschieden wird, was unten gemacht werden darf, längst durchgesetzt. Aber nicht in der KPD, das ist noch eine demokratische Partei. Wir sind dabei, über Paul Levi zu sprechen und waren jetzt im Nachvollzug von wichtigen Lebensstationen von ihm dabei angekommen, dass er 1921 im Zuge seiner Kritik an der mitteldeutschen Märzaktion aus der KPD ausgeschlossen worden ist. Wie stand denn Paul Levi denn da? Wie ist er aus diesem Ausschluss hervorgegangen? Naja, er hat protestiert dagegen, hat einen Widerspruch bei der Kommunistischen Internationale eingelegt. Er hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig begriffen, dass es nicht seine Genossen waren, die ihn ausgeschlossen hatten. Jedenfalls, dass sie das nicht ohne die Zustimmung und letztlich auch dem Drängen Moskaus getan hatten. Und man muss auch dazu sagen, es gab natürlich in Moskau in dieser Zeit doch schwerste Machtkämpfe. Also er hoffte, dass sich das Pendel auch noch mal zu ihm neigen würde. Er hatte in diesem Moment noch nicht verstanden, dass Moskau sich entschieden hatte, keine kommunistische Internationale zu betreiben, die aus verschiedenen gleichberechtigten Kräften besteht, sondern dass Moskau sich entschieden hatte und dort die Kräfte durchgesetzt hatten, also die Kräfte um Sinowjew und um Lenin vor allem, die eine kommunistische Internationale als erweiterte russische Partei betreiben wollten. Damit waren natürlich Leute wie Levi oder der Führer, der lange hofierte Führer der italienischen Sozialisten, der Mitbegründer der kommunistischen Internationale 1919 war, Serati, waren natürlich dann dort nicht mehr gewünscht, weil das waren Leute, die eine gleichberechtigte Position und die Parteien als gleichberechtigte Spieler sahen. Und da haben sich spätestens im Sommer 1921 die Kräfte durchgesetzt, die nur noch eine erweiterte russische Partei wollten, internationale Partei wollten. Und so ist ja dann die Kommunistische Internationale auch bis zu ihrer Auflösung gefahren worden und die Mitgliedsparteien hatten letztlich das auszuführen, was in Moskau beschlossen wurde. Und dort wurde ja dann in der Folgezeit regelmäßig die Politik gewechselt und diese armen kommunistischen Parteien mussten immer das, was sie gestern noch vertreten hatten, morgen verteufeln und übermorgen dann schon wieder was anderes erzählen. Das ist ja dann dieser Irrsinn der Realexistenz der kommunistischen Internationale. Und am Anfang dieses Prozesses steht natürlich der Ausschluss von Levi und dann von Serati, der allerdings dann auf eine seltsame Weise 1924 dort nochmal kurzzeitig zurückkehrt, allerdings schon 1926 stirbt. Und das begreift Levi aber erst im zweiten Halbjahr 1921, dass es hier um eine Spaltung geht zwischen bolschewiki-freundlichen und bolschewiki-hörigen Kräften einerseits
und allen anderen Kräften, die in einer demokratisch-sozialistischen Tradition standen, seien es die Italiener, die ja die stärkste Partei zu diesem Zeitpunkt waren, die wird ja zerschlagen und es wird nicht zuletzt aufgrund der irren Politik der Russen Mussolini in Italien der Teppich gerollt. Das wird immer gern vergessen. Nun beginnt Paul Levy sich zu orientieren und auch nach neuen politischen Zusammenhängen zu suchen. Und bevor er ja dann zurück zur Sozialdemokratie geht, gründet er einen Zusammenhang, den ich auch recht interessant finde, nämlich die Kommunistische Arbeitsgemeinschaft, kurz KAG. Wie würdest du denn diese Kommunistische Arbeitsgemeinschaft charakterisieren? Naja, das ist, da wiederholt er ja eigentlich nur das, was sich 1916, 17 in der SPD abgespielt hat. Da haben die SPD-Reichstagsabgeordneten, die ausgeschlossen worden waren aus der SPD, eine sozialistische Arbeitsgemeinschaft oder sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft gebildet, aus der dann Ostern 1917 die USPD hervorging. Und die KAG ist im Prinzip, es werden ja fast alle Reichstagsmitglieder der VKPD ausgeschlossen, weil das, die kam ja in der Mehrheit aus von der USPD. Und davon waren, also abgesehen von Leuten wie Höllein, der früh stirbt, 1930 glaube ich, und einigen anderen, die dann auf Positionen der Russen übergehen, die bleiben ja auf demokratisch-sozialistischen Positionen und werden dann kurz nach Levy, dann im zweiten Halbjahr 1921 auch ausgeschlossen. Und mit denen gründet er diese kommunistische Arbeitsgemeinschaft. Aber anders als die sozial ausgeschlossenen Sozialdemokraten des Jahres 1916-17, verweigert Levy dann eine eigene Parteigründung. Er sagt, also noch eine Partei neben dem Ganzen brauchen wir nicht. Er versteht die KAG als ein Auffangbecken für Ausgeschlossene und gleichzeitig als einen intellektuellen und moralischen Sammelort, von dem aus die KPD von außen reformiert werden soll. Das funktioniert natürlich nicht. Und er muss sich das dann spätestens im Januar 1922 auch eingestehen, dass dieser Ansatz gescheitert ist. Es gibt dann zwar nochmal Ende 21 im Zusammenhang mit schweren Auseinandersetzungen in der KPD-Zentrale, die sich vor allem um Friesland, das war der Parteiname von Ernst Reuter, der später dann mal regierender Bürgermeister von Berlin war, der war ja einer der führenden linksradikalen Kommunisten 1921, der dann aber Ende 1921 zur Besinnung kommt und begreift, dass er von den Russen nur benutzt worden ist. Da sieht es noch mal einige Wochen so aus, als wenn tatsächlich Levy noch mal eine Rückkehr haben könnte, aber das zerschlägt sich alles. Und sodass dann Anfang 1922 die Frage steht, da gibt es dann noch eine extra Konferenz der KAG, gehen wir zurück zur USPD, aus der wir ja 1918 ausgeschieden sind und die wir 1920 auch noch gespalten haben. Also das ist natürlich auch schon, da müssen sie schon über eine sehr hohe Hürde springen, und zwar beide Seiten. Und die USPD verweigert sich, was ich auch fast verstehen kann, eine Vereinigung mit der KAG, die sagt, ihr könnt alle einzeln kommen. Und das passiert dann auch im Frühjahr 1922. Du hast gesagt, es geht darum, über Hürden zu springen, und eine dieser Hürden ist eben, dass Paul Levy zurückgeht zur Rest-USPD. Nun schließt sich da ja gleichzeitig dann der Prozess an, dass diese Rest-USPD zurück in die SPD geht, und ich finde, das ist ein Umstand, der dann schon auch erklärungsbedürftig ist, weil Paul Levy war Kommunist, er hat in der Zeit des Krieges ganz deutlich zu spüren bekommen, was es mit dieser Mehrheits-SPD auf sich hat. Er hat das erlebt, dass sozusagen mit Billigung der Mehrheits-SPD wichtige Genossen und enge Weggefährten von ihm ermordet worden sind. Nun geht er zurück in die SPD. Wie kommt das? Nein, der geht zurück zu seinen Wurzeln. Also zur alten Politik der Luxemburg. Wir müssen die SPD erobern. Wir müssen sie zurückerobern. Und dazu müssen wir in sie hineingehen. Die USPD ist nicht weiter lebensfähig. Die KPD ist unterdessen eine russische Partei. Was soll er da noch? Also er hat die Alternative, sich aus der Politik zurückzuziehen. Mit dem Gedanken hat er immer wieder gespielt.
Er hatte ja einen richtigen Beruf im Unterschied zu seinen ganzen Mitgenossen. Er hatte eine gut gehende Rechtsanwaltskanzlei und ab 1925 war er auch noch Notar. Also Geld war das Problem nicht. Während viele seiner SPD, USPD als auch KPD-Genossen, die waren auf die Politik existenziell angewiesen. Und so haben die Russen ja dann auch die KPD geführt. Sie haben die ja über Geld geführt und haben über Geld sich die Leute gekauft. Und das konnten nur die SPD und USPD so nicht, aber sie haben es über Mandate gemacht. Also sie haben die Leute zu den Reichstagswahlen aufgestellt oder eben nicht aufgestellt und damit gefügig gemacht. Und Levy brachte aber sein Mandat ja mit, als die USPD Ende 1922 wieder in die SPD zurückkehrt. Das hatte er ja bei der KPD errungen. Und es war für die SPD und er ist im ganzen Jahr 1923 versucht er ja eine Opposition aufzubauen und scheitert. Also das ist der Punkt, um den es geht, ist, ob jetzt die SPD auch noch mit der DVP eine Koalition angeht. Und da organisiert er wirklich große Gruppen innerhalb der SPD. Er fährt durchs ganze Reich, das ganze Jahr 23 und redet überall und hat volle Seele, einen großen Zuspruch, aber am Ende des Jahres gibt es eine extra Geheimveranstaltung, ich habe die in einem der Bände dokumentiert, der SPD-Führung, wo beschlossen wird, Levy auszuschließen. Und da gibt es keine Gegenstimmen. Und da begreift er, dass er wieder gescheitert ist und zieht sich dann erstmal für 2 Jahre aus der aktiven Politik weitgehend, ein Jahr aus der aktiven Politik zurück. Und es ist keineswegs sein Verdienst, dass er wieder in den Reichstag einzieht, sondern es sind die Plauener und die Chemnitzer, linken sozialdemokratischen Arbeiter und Funktionäre, die ihn auffordern, bei ihnen zu kandidieren und die geben ihm den 3. Listenplatz da unten. Und damit ist er sicher im Reichstag, den 2. Kriegt Kurt Rosenfeld und den 1. Max Seidewitz. Und Max Seidewitz ist damals der starke Mann da unten in dieser Parteiorganisation. Der geht ja dann später in die SAP und begründet mit Kurt Rosenfeld zusammen die SAP. Und am Ende landet er dann bei der KPD in den 30er Jahren im Exil. Und ist ja dann nach 1945 sächsischer Ministerpräsident. Aber er ist ursprünglich ein Levy-Mann. Und er ist derjenige, der den Levy nach Sachsen holt und der ihn wieder in den Reichstag bringt, bis zu seinem Tod immer wieder. Also wieder mal wurde er quasi gedrängt, so einen Posten anzunehmen. Ne? Das scheint sich zu wiederholen. Ja, also für ihn war es 1924 klar, dass es mit der Politik vorbei ist. Und dann tauchen da auf einmal die Sachsen auf und sagen, nee, wir brauchen dich. Und er ist dann die intellektuelle und moralische Stimme der Linken in der SPD. Er hat, ja, das dürfen wir ja nicht vergessen, das Erste, was er nach der Vereinigung der USPD und der SPD macht, er stellt seine Zeitschrift Unser Weg Ende im Dezember 1922 ein. Das war ja sozusagen das KAG-Projekt. Und gründet aber noch beginnt Weihnachten 1922 mit der Begründung einer eigenen Korrespondenz. Also Korrespondenzen waren damals kleine Blätter, die an die Zeitungsredaktionen verkauft wurden. Die erschienen ein-, zweimal die Woche und boten Artikel an aus einer jeweiligen politischen Sichtweise. Die SPD hatte ja sozusagen verschiedene Fraktionen in sich und jeder hatte so eine Parteikorrespondenz. Und er gründet die Sozialistische Politik und Wirtschaft im Februar 1923, mitten in der Inflation, in einer Zeit, wo in Deutschland reihenweise Zeitungen und vor allem Zeitschriften eingehen. Die meisten Blätter überstehen das Jahr 23 ja dann nicht. Und in dieser Situation wird aus der Korrespondenz und vierblättriges hektografiertes Blättchen, das hat so eine Nachfrage, dass die ab Sommer das als Zeitschrift erscheint. Also in einer Zeit, wo alle Zeitschriften sterben, etabliert Levy eine neue politische Zeitschrift und ist damit erfolgreich. Er hatte auch gar nicht die Absicht, daraus eine Zeitschrift zu machen. Nur die Nachfrage war dann so hoch, dass man einfach zum Druck übergehen musste. Beim Hektografieren ging es nicht mehr. Also er trifft schon einen Nerv, aber er trifft keine Mehrheiten. Und damit ist er eigentlich in einer Situation, in der er immer wieder gewesen ist.
Und er bleibt natürlich auch als der Kopf der Linken. Er verweigert immer wieder sozusagen einen Parteiflügel als organisatorische Einheit zu bilden. Da wird er sehr, sehr häufig aufgefordert. Karl von Ossietzky kritisiert ihn scharf Ende der 20er Jahre, dass er nur sozusagen moralisch und intellektuell wirkt, aber sich organisatorisch weigert. Er ist einfach auch ein gebranntes Kind von dieser ganzen USPD- und KPD-Entwicklung. Er soll dann in den letzten Jahren immer wieder gesagt, er habe genug Spaltung erlebt, er wird keine weitere mitmachen. Wie kann man denn sein Wirken innerhalb der SPD und als moralischer Kopf der Linken in der SPD, wie kann man dieses Wirken denn inhaltlich beschreiben? Also was für Punkte macht er denn auf oder ja sozusagen, in welche Richtung will er da innerhalb der SPD auch wirken? Na, es ist vor allem die Kriegsfrage. Also er entwickelt einen eigenen Pazifismus schon 1923, 1924. Hochinteressante Papiere und Broschüren sind das, die allerdings kaum Resonanz finden oder bei Minderheiten Resonanz finden. Die sind ja alle durch das Trauma des Ersten Weltkriegs geprägt, darf man nicht vergessen. Und er entwickelt auch nochmal Ende, kurz vor seinem Tod 1928, 1929, sehr klare Antikriegspositionen für die SPD, die auf eine hohe Resonanz stoßen, aber die letztlich irrelevant bleiben, selbst wenn er nicht 1930 bei einem Unfall ums Leben gekommen wäre, hätte er damit, glaube ich, auch nichts retten können. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt seines Wirkens dann in der SPD ab Ende 1922, Anfang 1923. Er ist ganz stark 1926 engagiert in dem Volksentscheid zur Fürstenenteignung oder Fürstenabfindung. Aber auch dieser Volksentscheid scheitert. Da ist er einer der zentralen Männer. Und man darf eins nicht vergessen, Levi war ein bürgerlicher Mensch mit sehr bürgerlichen und sehr feinen Umgangsformen. Und er hatte Kontakte, nicht in alle Lager, aber ins bürgerliche Lager, in die Sozialdemokratie. Er hat auch diese Kontakte in die Sozialdemokratie, als er KPD-Vorsitzender war, anders als seine Nachfolger, immer gepflegt. Es gibt Spitzelberichte, dass er sich mit führenden USPD-Mitgliedern, aber auch mit führenden KPD-Mitgliedern noch 1920 immer wieder traf. Da gibt es auch Geheimprotokolle, also Spitzelprotokolle, die habe ich veröffentlicht. Und das bleibt dann auch später so. Also in dieser Fürstenenteignung, das war ja nun eine Geschichte von verschiedenen Parteien, da musste ja die SPD mehr oder weniger reingedrängt werden. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich dazu beteiligen. Und da war Levi natürlich einer, der einfach Leute zusammenbrachte, weil sie alle mit ihm konnten. Weil er hatte nicht nur Kultur des Umgangs, er war gebildet und er hatte viel Witz, was deutsche Politiker nicht unbedingt haben. Also wenn man seine Artikel liest, das ist ja selten, dass es ohne Ironie abgeht und dass er irgendwelche Spitzen verteilt. Deshalb sind diese Texte ja heute auch noch lesbar und genießbar. Die meisten Politikertexte, die 100 Jahre alt sind, sind trocken wie Staub und überhaupt nicht rezipierbar. Also die sind auch einfach kulturgeschichtlich interessant. Und er wird dann 1928, wird er müde. Er stellt die SPW ein und vereinigt sie mit der Zeitschrift Klassenkampf, die Seidewitz und Rosenfeld machen und wird dann dort Mitherausgeber und Leitartikler. Und er hat diese ganze Zeit sowohl Unser Weg, seine erste Zeitschrift, als auch dann die SPW, die Sozialistische Politik und Wirtschaft, zusammen mit Mathilde Jakob, also der engen Freundin, sie wird oft nur als Sekretärin von Rosa Luxemburg apostrophiert und damit natürlich völlig unter Wert gehandelt, betrieben. Und von ihr gibt es einen Brief an einen Vertrauten, die war sauer, dass Levi die SPW einstellte, die ja nach wie vor erfolgreich war. Aber er merkte, dass er eigentlich überall gescheitert war. Nun ist ja das letzte Jahrfünft seines Lebens quasi auch nochmal geprägt von Gerichtsprozessen, die er führt und die zum Teil auch aufsehenserregend sind. Wie konnte man das denn zusammenfassen? Was sind das für Prozesse, die er da dann nochmal führt? Naja, er führt in der Mehrheit ganz normale
vertritt da ganz normale Mandanten, querbeet. Er arbeitet nach wie vor, was er auch schon vor dem Krieg getan hat, auch für Leute, die kein Geld haben, kostenlos oder zu ganz niedrigen Preisen. Er hat ja seine Kanzlei mitten in Berlin in einer Parallelstraße, der Friedrichstraße, ich komme jetzt nicht drauf. Aber er hat auch prominente Mandanten, also der Kommunist Willy Münzenberg, der ja sozusagen eigentlich Kontaktverbot von seiner Partei zu Levi hat, der schert sich nicht darum, der hat eine starke Position, er hat diesen eigenen Medienkonzern aus dem Nichts hochgestampft und der ist ganz offen Levis Mandant. Und eine bekannte Auseinandersetzung, juristische Auseinandersetzung mit der Zensurbehörde, ist der Film Panzerkreuzer Potjomkin, der 1927 aus Sowjetrussland nach Deutschland kommt und die Reichswehr versucht mit allen Mitteln, diesen Film zu verbieten. Und es gibt dann geschlossene Aufführungen, wo dann Levi zusammen mit einem damals bekannten Theaterkritiker in Berlin, der heute vergessen ist, ein flammendes Plädoyer hält für diesen Film und dieser Film mit ganz wenigen Kürzungen dann doch aufgeführt werden muss gegen den Protest der Reichswehr. Er wird dann allerdings ein halbes Jahr später doch noch verboten, aber er kommt erstmal in die deutschen Kinos und hat ein Massenpublikum. Das ist einer der Prozesse. Dann der spektakulärste Prozess ist natürlich der um die Ermordung Rosa Luxemburgs. Der Staatsanwalt, der die Untersuchung behindert hat und zum Teil niedergeschlagen hat, die Untersuchung nach den Mördern von Rosa Luxemburg, der wird im Laufe der zweiten Hälfte der 20er Jahre Reichsanwalt, also das ist vergleichbar heute mit dem Bundesstaatsanwalt. Und der wird von einem Autor einer Zeitschrift, das Tagebuch kennt heute auch keiner mehr, bezichtigt, dass er diese Untersuchung niedergeschlagen hat. Und der zeigt diesen Mann an, diesen Redakteur. Und Levi ist natürlich der Verteidiger und schafft es Ende 1929 mit einem epochemachenden Plädoyer das Gericht dahin zu bringen, dass nicht sein Mandant verurteilt wird, sondern dass der Reichsanwalt beschuldigt wird oder dass das Gericht feststellt, dass das, was gesagt worden ist in der Zeitschrift, wahr ist, dass der Reichsanwalt die Verfolgung der Mörder Rosa Luxemburgs behindert hat. Das geht natürlich durch die Presse und es geht auch durch die Weltpresse. Das sind die beiden wichtigsten Sachen. Und daneben hat er das ganz normale Brot eines Anwaltes und eines Notars. Nach der Inflation bilden die Gewerkschaften eine eigene Arbeiterbank. Die Gewerkschaften sind ja nach der Inflation völlig zerstört. Sie haben keine Gelder mehr. Alle ihre Einlagen sind durch die Inflation entwertet. Sie sind arm wie die Kirchenmäuse und fangen neu an und bauen die Gewerkschaftsstrukturen neu auf und schaffen sich nun eine eigene Bank. Das Konzept kommt von Levi und einem seiner Vertrauten, dem Mann von Trude Hesterberg, einer damals der wichtigsten Schauspielerin und gleichzeitig Schüler von Levi. Und Levi ist dann der Notar dieser Arbeiterbank. Das beschert ihm natürlich dann auch erhebliche Einnahmen. Das darf man auch nicht vergessen. Und dass er neben der politischen Tätigkeit als Reichstagsabgeordneter, neben der Tätigkeit in seinem Reichstagswahlkreis, der lag nun nicht in Berlin, sondern in Sachsen, da musste man auch ständig hinreisen. Also der Mann war ständig unterwegs. Wir haben Gott sei Dank sehr, sehr viele Post von ihm übermittelt bekommen oder überliefert bekommen. Das habe ich alles veröffentlicht, bis auf den letzten Mann, der kommt jetzt noch dieses Jahr. Und er betrieb also seine Rechtsanwaltskanzlei und er machte jede Woche eine Zeitschrift, die er zeitweise selber schrieb. Er hatte dann ab 1925 dann zunehmend auch Autoren, aber die Ausgaben 1923, 1924, da gibt es Ausgaben, die hat er komplett alleine geschrieben. Also der war unglaublich produktiv und schnellschreibend und es ist nirgends ein Blabla in seinen Texten, was ganz erstaunlich ist, wenn man sich kommunistische und sozialdemokratische Zeitungen dieser Zeit anguckt, die sind zum großen Teil nicht genießbar.
Die letzten Jahre der Weimarer Republik sind ja von Spannungen geprägt, bekanntermaßen. Wir haben es sozusagen mit dem Erstarken und Wachsen von verschiedenen rechtsradikalen Strömungen zu tun. Der Nationalsozialismus steigt auf, die Nationalsozialistische Partei. Auch das ist etwas, was Paul Levy sich sehr genau anschaut und was er immer wieder kommentiert. Was würdest du sagen, wie ist so seine politische Beurteilung dieser letzten Jahre der Weimarer Republik? Ja, das geht ja schon beim ersten Aufstieg der Nazis. Wird ja immer vergessen. Der ist ja 1923 und endet dann mit dem Hitler-Ludendorff-Putsch am 9. November 1923 in München, also dieser Bräuhaus-Keller-Putsch. Und schon 1923 ist Levy auch in seinen Reichstagsreden, ich bin gerade dabei, ich ediere die gerade, derjenige, der im Reichstag ganz scharf gegen die Nationalsozialisten agiert. Und es ist deshalb kein Zufall, dass bei dem Putsch da am 9. November eine ganze Reihe von Leuten als zu verhaften ausgerufen wurden. Und darunter war Levy, der saß allerdings in Berlin, der war nicht gefährdet. Aber Levy war, obwohl er jetzt eigentlich politisch ja kein Amt mehr wirklich hatte, war für die Nazis immer noch ein großer Feind. Und er hat sich dann die Liebe der Nazis endgültig errungen. 1926, da waren die Nazis eigentlich in der Krise. Dort hat er in Plauen, also in seinem Wahlkreis, einen Prozess geführt als Anwalt und hat dort einen Redakteur aus dem Vogtland vertreten gegen Adolf Hitler und hat dort also ein unglaubliches Plädoyer gegen Hitler gehalten und hat den Prozess gewonnen. Und die Nazis haben das dann auch ihrerseits natürlich vergolten, als der Reichstag sich erhob zum Gedenken an Paul Levy nach seinem Tod. 1930 zogen nicht nur die Kommunisten demonstrativ aus, die waren damals nun schon wirklich völlig stalinisiert, da brauchte man sich dann auch nicht mehr wundern, die hatten dann wirklich überhaupt keinen Anstand mehr im Leibe, sondern auch die Nationalsozialisten, und zwar Hand in Hand mit den Kommunisten. Im Februar 1930 ist Paul Levy gestorben, ein zu früher Tod. Du hast es auch schon immer mal wieder angedeutet, dass es zu diesem Punkt kommt. Was ist denn über die Umstände seines Todes bekannt? Die sind gut aufgeklärt worden. Er hatte noch 2 Tage vor seinem Tod bei Einstein zu Abend gegessen. Also Einstein schreibt es dann einen Tag nach seinem Tod an Levys Schwester. Die kannten sich ja alle, die waren auch alle befreundet. Und berichtet, dass er also völlig aufgekratzt war und große Pläne hatte und es ihm richtig gut ging. Und dann holte er sich, wie gesagt, war von schwacher Konstitution, holte er sich eine Lungenentzündung, und seine Schwester kam aus Bad Homburg an dem Tag seines Todes und stellte auch sofort eine Krankenschwester. Das waren alles bürgerliche Leute, die setzte sich selber ans Bett ihres Bruders. Und die Krankenschwester blieb über Nacht bei ihm, und morgens um 4 sagte er, er möchte was trinken, und die geht raus und macht in der Küche einen Tee, und er wohnte in einem Dachgeschoss, was er sich ausgebaut hatte hatte ausbauen lassen, nicht ausgebaut hatte. Und dort hatte er sich ein französisches Fenster einbauen lassen, also eine große Scheibe, also eigentlich eine Tür, eine Glastür nach draußen. Und als die Frau wieder reinkommt, ist die Tür offen und er liegt unten im Hof und ist tot. Und das ist alles untersucht worden. Es war weder Selbstmord noch war es Mord, was alles auch hätte sein können. Aber es war wirklich ein ganz dummer Unfall. Also er hatte 41 Fieber und war im Delirium und hat offensichtlich nur Luft schnappen wollen in diesem Zustand und hat dabei das Gleichgewicht verloren. Die Wohnung lag unmittelbar, also in der Lützestraße, unmittelbar in der Nähe der Stelle, wo Rosa Luxemburg 1919 ins Wasser geworfen worden war. Also das, den an diesem Ort, damit ist er mit diesem Tod, ist er natürlich nie fertig geworden. Du gibst die Schriften von Paul Levy heraus, alle Texte und alle Briefe, die nachgelassenen Schriften, und willst, dass diese Texte gelesen werden. Was würdest du denn sagen, bleibt von Paul Levy, dass es heute in unserer politischen Gegenwart sich lohnt, auf Paul Levy zurückzugehen? Naja, also zum einen hat er
ein sehr tiefes Demokratieverständnis, was in dieser Gesellschaft ja nicht nur in der AfD immer weiter abhanden kommt. Und dann hatte er, so wie Luxemburg, die Vorstellung, dass Sozialismus nicht die Abschaffung der politischen Freiheiten, also Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit des Einzelnen vor der Willkür des Staates und so weiter bedeutet, sondern dass ganz im Gegenteil, dass Sozialismus genau diese politischen Freiheiten bedeutet und ihre Ergänzung durch die soziale Freiheit von Ausbeutung, Unterdrückung und Erniedrigung, das ist, glaube ich, nicht ganz unmodern. Und wir sehen ja zum einen, also wie in Europa und in den USA, auch wenn es da jetzt gerade mal wieder zurückgeschlagen hat, durch den Wahlsieg von Biden, sich also die populistischen und profaschistischen Kräfte wieder sammeln. Da ist Levy ein ganz guter Begleiter und Anreger. Und dieses Sozialismusverständnis ist durchaus etwas, was neu entwickelt werden muss. Der Sozialismus ist durch die Bolschewiki zutiefst diskreditiert worden. Und das ist auch bis heute nicht abgegolten. Und das bleibt auch so. In den USA, wenn du jemanden richtig treffen willst, musst du ihn nur als Sozialisten bezeichnen. Dann denkt jeder an Gulag und Stacheldraht. In Europa ist die Zeit auch nicht so lange her, wo das so war. Also bei der Reformulierung einer Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft ist Levy ein sehr, sehr guter Kamerad. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ideen, die man dort rezipieren kann. Ich werde, wenn das alles so aufgeht, wie ich das plane, ich habe jetzt erstmal das Gesamtwerk, das ist natürlich nur für Spezialisten rezipierbar, das ist mir auch klar gewesen, aber wir werden dann Einzelbände zu Themen machen und da wird es natürlich die Bolschewiki-Kritik geben, das wird ein wichtiger Band werden, aber es wird auch die ganze Kriegspolitik und Antikriegspolitik und die Reformulierung von Pazifismus durch ihn geben und es wird auch eine ganze Reihe Sachen zum Demokratie- und Sozialismusverständnis bei Paul Levy geben. Also das sind dann die Auswahlbände. Aber dazu musste man jetzt erstmal das ganze Zeugs heben. Ich habe das ja aus ganz Europa zusammengeholt und erstmal zwischen Buchdeckel bringen, dass man überhaupt erstmal eine Grundlage schafft für eine Levy-Rezeption. Ohne dass das Werk auf dem Tisch liegt, kann es keine Rezeption geben. Und also da sind noch mehrere Stufen zu machen. Ich werde oft gefragt, ob ich eine Levy-Biografie schreibe. Das werde ich nicht tun. Das ist die Aufgabe für die nächste Generation. Ich bin ein Mensch des 20. Jahrhunderts und würde mit meinen Fragen an eine Levy-Biografie rangehen. Das dürfte aber die meisten Leser des 21. Jahrhunderts nicht mehr interessieren. Also da muss dann schon sozusagen jemand, der 40 Jahre jünger ist als ich, sich dann mal irgendwann ransetzen, wenn er es denn spannend findet.